Herbst ist ja die vielfältigste und bunteste Jahreszeit. Aber nicht nur optisch, sondern auch was die Bodenbeschaffenheit betrifft. So findet man alles wieder, von extrem staubig zu das komplette Gegenteil. Darum gibt es einige Leute da draußen, die meinen, na, bei dem Boden, bei dem Gatsch, bei dem Wetter, ah, dann fahre ich nicht, da schmeißt es mich ohnehin nur auf und na, das ist viel zu gefährlich. Mit gefährlich haben sie vielleicht recht, aber vor allem dann, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Wir werden heute mal einen kleinen Blick drauf werfen, um zu sehen, kann ich wirklich nicht bei rutschigen Bedingungen fahren? Und oder wenn ja, doch, was muss ich beachten, um bei rutschigen Bedingungen zu fahren? Und dabei macht es keinen Unterschied, ob wir rutschige Wurzeln, Steine, Nässe, Schnee oder Eis in Betracht ziehen. Rutschig ist rutschig, schnalzen tut es immer und wenn es dich hinschmeißt, tut es weh. Das sind die grundlegenden Dinge, die gelten immer. Und genauso grundlegend wie stürzender Schmerz ein eigener Schmerz ist, genauso grundlegend kann ich diesen stürzenden Schmerz verhindern. Mit gewissen Maßnahmen. Tja, und was im Konkreten mache ich jetzt, damit ich überall runterkomme oder überall runterkomme oder zumindest sicher runterkomme oder zumindest mich vom Wetter nicht abschrecken lassen? Hol oder roh! Ah. Jetzt okay. Warum gibt es denn wohl so viel Steine? Und für alle Ungeduldigen eine kurze Version. Locker in die Knie, locker in die Ellbogen, das Bike tanzen lassen, Luft aus die Reifen, nix scheißen oder andere Linie wählen als sonst und runter von den Wurzeln, runter von den Steinen. Dann kann nicht mehr viel schief gehen. Das Schöne am Herbst ist ja, dass allein durch das Vorhandensein von ein wenig rutschigem Laub selbst einfache Trails, die sonst relativ langweilig sind, wieder zu spaßigen Trails werden können. Mit ein bisschen einer rutschigen Oberfläche sind plötzlich Trails, die im Sommer bipifax sind. Auf einmal wieder spannend. Wenn man bei Nässe, bei rutschigen Wurzeln, bei grundsätzlich ein bisschen Untergrund unterwegs ist, gilt grundsätzlich, man fährt ein bisschen langsamer als sonst. Wenn der Hinterreifen ein bisschen rutscht, dann darf er das. Er macht das ja nur, weil er Grip sucht. Und sobald er Grip gefunden hat, greift er wieder. Also lass mein Hinterreifen machen, was er machen will. Der weiß schon, was gut ist für uns. Wurzeln sind rutschig, also fahre ich vielleicht um die Wurzeln herum, nehme etwas Luft aus den Reifen heraus, um die Auflagefläche zu vergrößern und versuche noch eleganter das Rad unter mir tanzen zu lassen und nicht allzu steif draufstehen, damit sich bei der nächsten Wurzel einfach wegrutscht.
Wurzeln umfahren, locker das Bike tanzen lassen, ein bisschen Luft raus. Und schon flötzt das Ganze, als wäre nie was gewesen. Ganz einfach. Dem Eisigei da vorne, dem gefällt das Wetter total offensichtlich. Der ist total unbeeindruckt von Schnee, Eis und sonstigen Witterungsbedingungen. Gefällt mir. Wir haben so eine kleine, sonnige, prachtvolle Herbstwanderung auf 2000 Meter im Schnee oder Eis, ist ja was Schönes. Hat das eine liebe Gestalt. Grüß euch. Oder? Halleluja, wo bin ich da? Aufpassen auf die Linie, das Bike locker halten. Ups, vorausschauend fahren. Da kann nicht viel passieren, wurscht wie rutschig das ist. Da geht ein bisschen ein Wind auf den Grat. Da bloß ein bisschen. Halleluja. Seitlich hängend. Jetzt geht's da oben. Ein bisschen langsamer wie in den Sommermonaten. Ich wiederhole mich ungern, aber der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht ausschaut wie Herbst. Aber das ist das Schöne am Herbst. Der hat so viele Gesichter. Von nun an geht's bergab. Ich meine, das Hinterrad einmal rutscht, dann ist es vorbei. Wichtigste ist, das Bike locker halten und eine andere Linie fahren wie sonst. Nicht einfach nur blind über die Wurzeln drüber hobeln, sondern eventuell ein bisschen einen Umweg fahren und lieber in der Erde bleiben und nicht über die Wurzeln, auch wenn man es im Sommer wahrscheinlich einfach drüber blast. Muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen und ein bisschen rundherum fahren. Weil man ohnehin mit etwas verringerter Geschwindigkeit unterwegs ist, kann man auch ruhig ein bisschen Luft rauslassen und daher die Auflagefläche der Reifen vergrößern. Na schau, der Essegei ist eine Sau. Der scheißt sich nichts. Der sagt, her mit den Wurzeln, her mit den Steinen. Das machen wir schon, sagt er. Das machen wir schon. Und wenn mich jetzt noch einmal einer fragt, warum ich mit Maxis Reifen fahre, dann ist das hier Teil der Antwort. Ich fahre meine 2,8er Hinterreifen bei herbstlichen, winterlichen Bedingungen nie über 20 PSI. 15 bis 20 PSI reichen vollkommen. Da ich ohnehin langsamer fahre, ist die Gefahr des Durchschlages relativ gering, aber der Grip ist umso höher. Und in Zeiten wie diesen, da zählt Grip über alles. Dabei ist es egal, warum es rutschig ist. Schlamm, Regen, Nässe oder einfach nur ein bisschen Schnee und Eis. Das Wichtigste ist, dass man vielleicht eine andere Linie fährt und das Bike locker hält und nicht zu verkrampft draufsteht, auch wenn es jetzt momentan ziemlich verkrampft ausschaut. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Trick ist quasi, eine andere Linie zu fahren, die man sonst fahren würde. Mehr so eine defensivere, rund um die Steine. Und möglichst am Dreck bleiben. Der Dreck hat immer mehr Grip, die Wurzeln am Steine. Man kann natürlich auch die Federung etwas anpassen, aber grundsätzlich, solange es nicht zweistellige Minustemperaturen hat, ist in der Regel das nicht notwendig, weil das Öl in der Gabel immer noch funktioniert. Und wenn man wirklich so ein Feinspitz ist, dass man das wirklich merkt, ja, dann soll man seine Gabel von mir aus anpassen. Aber grundsätzlich, wenn man um die 0 Grad unterwegs ist, passiert mit jeder normalen Gabel und Dämpfer nicht wirklich viel. Man kann natürlich, wenn man merkt, man muss ein bisschen tunen. Aber ich lasse lieber Luft aus den Reifen raus, das geht schneller und bringt in der Regel auch mehr Grip, wie wenn ich ein bisschen am Dämpfer rumschraube.
Sollte ich allerdings wirklich am Dämpfer rumgeschraubt haben, unbedingt aufstellen, wie viele Klicks ich wie, wo, wann verstellt habe, damit ich danach wieder zurückstellen kann, ohne großen Rumgepfrimmel. Ich sehe ein Licht am Ende des Dudels. Hoppa! Gut, das war jetzt noch mal rutschig. So, Schluss mit Schnee. Jetzt geht's wieder runter in wärmere Gefilde. Ich glaube, es fängt auch demnächst zum Regnen an. Da nehmen wir einen Abschneider. Not my best idea. In den Wald, die Wald geht kaputt. Jawohl. Sturmwarnung, der Regen kommt. Okay. Ui, ein Katzerl. Ich glaube, ich spüre es schon. Der Regen kommt bald. Wir haben einen Aus auch noch. Ja, mit E-Mountainbikes muss man auch bergauf aufpassen. Deshalb immer aufpassen, wo man fährt. Bergauf, bergauf. Rutschige Steine nicht unterschätzen. Andere Linie fahren und am Gas bleiben. Oh, ja, war echt gut. Scheiß Stein. Weiter geht's. Davor sind super Hupen. Das ist, wenn du in der Stadt fährst, hört die jeder. Ja, das haben wir gern. Boah, brutschige Steine. Wasser im Auge. Wie war der? Das war angenehm. Wobei, ich sage wieder mal so, wenn es so rutschig ist und so nass, eher langsamer fahren und mit Gefühl. Jetzt fahren wir zu den. Was heißt Hörnerkrallen auf Hochdeutsch? Hühnerkrallen! Das um und auf ist, dass das Bike unter uns volle Bewegungsfreiheit hat und immer das machen kann, was es machen will. Jedes normale Bike weiß genau, worum es geht und weiß auch, wie man fährt. Meistens sitzt die Schwachstelle am Fahrrad drauf, das Fahrrad wird schon wissen, wie man da runterkommt. Bleibt da schon wieder stehen. Okay. Ich komme da nicht mehr mit den Gummistiefeln um. Da oben. Das ist die Leine, oder da? Ja, ist eine super Leine. Da musst du eine harte Sau sein oder eine depperte Sau, je nachdem, wie du halt drauf bist. Nein, aus pädagogischer Sicht und aus Lehrreich, also wir wollen nicht, dass die Leute was lernen. Und du könntest einen Google Maps Eintrag machen mit einem Pfeil, da ist das. Das machen wir. Nachher einen Google Maps, jeder, der sich gerne die Knochen brechen will, der soll da herkommen. Genau. Wenn es regnet, vor allem. Wenn es regnet. Nur wenn es regnet.
fahren wir wieder. Wichtig ist natürlich auch, seine eigenen Grenzen zu kennen. Nicht, du wirst sagen, ich fahre immer überall und hol da an, und dann schmeißt du mich hin und tut mir weh. Das ist nicht notwendig. Man muss schon immer noch mit ein bisschen Menschenverstand unterwegs sein und sagen, ne, hier schiebe ich mal oder hier lasse ich es ganz aus. So, da gibst du, jetzt steigt er schon wieder an. Ja, das ist. Ich komme da nicht einmal zu Fuß rauf. Mit Turbo oder in Eco? Ja. Schau, dass du halt die Kamera unten nicht vom Baum runterreißt. Ja, ich hätte mir Mühe gegeben. Und wenn es stürzt, dann vor der Kamera, nicht danach. Oh, 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 oh. Super. Muss ich auch hoch, ne? Das ist super. Was ich theatert wieder. Ich Trottel. Ich. Dumme Sau. Die pädagogisch wertvollste Variante. Sturzfrei, problemlos. Wenigstens ist es noch hell, ne? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber. Habe ich schon gesagt, der Herbst ist ja meine liebste Jahreszeit. Richtig, gleich nach dem Spätherbst. Ah, schön rutschig. Jawohl. Hilfe. Tja. Rutschige Überraschungen unter dem Laub und steile, feuchte Abhänge. Bisschen rutschig, rutschig ist schon okay. Immerhin haben wir noch genug Licht. Jetzt stellt sich mal vor, es wäre finster. Was tagsüber gilt, gilt natürlich in der Nacht noch viel mehr. Wenn man aus welchem Grund auch immer einmal gezwungen ist, auch in der Nacht zu fahren. Nachdem Dunkelheit auch nur irgendwie ein Aggregatzustand von Licht ist, gilt natürlich auch bei dieser Situation das Gleiche wie bei Helligkeit. Locker in die Knie, locker im Ellbogen, das Bike findet den Weg schon ganz alleine. Jedes Bike da draußen weiß, was es zu tun hat. Wir müssen es nur tun lassen. Das gilt immer, ob das nächtens oder tagsüber, das ist vollkommen wurscht. Grundsätzlich möchte ich nochmal festhalten, von Nachtfahrten an sich halte ich persönlich nicht allzu viel. Ich finde, die Tierwelt hat den Herbst und Winter durchaus ihre Ruhe verdient und wir müssen die nicht unnötig in der Nacht noch stressen, indem wir da irgendwelche Double Black Flips, Super Burms, Leiter Skitter, Spezialtricks mitten in der Nacht irgendwo im Wald ausführen. Dazu gibt es tagsüber genug Zeit. Sollte man aber aus irgendeinem Grund einmal doch in die Nacht verschlagen werden, wenn man Panne hat oder sonst irgendwas passiert, das Ganze sich verzögert, sollte man wenigstens einen Plan B haben, dass man wieder nach Hause kommt. Wenn man was sieht, geht das gleich ein bisschen leichter, wie wenn man da im Finstern rumstolpert. Brücke. Oh, das ist rutschig. Wenn es einen wirklich mal in die Nacht verschlägt, dann ist eine Stirnlampe zwar nett, dass man halbwegs nach Hause kommt, aber wenn man noch halbwegs adäquat weiterfahren will, dann braucht man schon eine vernünftige Beleuchtung. In meinem Fall ist vernünftig, wenn es halbwegs klein ist, leicht einsteckbar, daher mitnehmbar, trotzdem ausreichende Licht- und Leuchtdauer bietet und nicht die Welt kostet. Und im Idealfall kann ich es noch super easy am Lenker oder am Helm montieren, ohne dass ich rumbasteln muss. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich Gummistiefel anhabe. Wie man angesichts der derzeitigen Witterungsverhältnisse erkennen kann, sind beide Lampen natürlich auch wasserfest. Negative Punkte haben diese Lampen natürlich auch. Der Nachteil, wenn man Licht mit hat, ist, man sieht unterwegs schon, wie grauslich das Radl ausschaut und nicht erst so aus. Boah, der war mir so komplett gatschig.
Oh, ich liebe den Herbst, habe ich das schon mal gesagt? Meine liebste Jahreszeit. Puh, krieg schon wieder ein Bustel vom Asphalt. Oh, das ist sogar im Finstern. Viel mehr kann man nicht sagen, sonst aufpassen bitte. Gibt es noch Fragen? Ja, im Prinzip weißt du das schon. Also wer jetzt ein großes Hexenwerk erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Das größte Hexenwerk, das da stattfindet, passiert da oben. Nämlich die eigene Überwindung, das eigene Selbstverständnis zu glauben, zu wissen, das schaffe ich, das mache ich. Aber damit ich dieses Selbstverständnis mir selbst einmal aneigne, muss ich es vorher probieren. Also rausgehen, locker pedalieren, locker probieren und schauen, was passiert. Es ist kein Aufruf, dass ihr alle rausrennt und euch draußen die Knochen brecht. Um Gottes Willen das nicht. Aber durchaus ein Aufruf einmal zu überlegen, kann ich nicht trotzdem, und probieren kann man es ja. Im schlimmsten Fall steigt man ab, schiebt und es fällt keinen einen Zacken aus der Krone, wenn er gewisse Stellen mal nicht fährt. Am Ende ist das Wichtigste, dass wir uns nicht verletzen, weil wir wollen ja wieder fahren gehen und nicht das die letzte Fahrt sein lassen von allen Fahrten. Es kommt ein anderes Wetter, ein anderer Tag und dann bloß man da wieder durch. Aber man muss nicht jedes Mal unbedingt auf Biegen und Brechen. Und gerade dann, wenn es rutschig und grauslich wird, sollte man sein eigenes Ego ein bisschen zurückstellen und die eigene Vernunft wieder ein bisschen nach vorne stellen. Danke für eure Zeit, danke fürs wieder mit dabei sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und der ein oder andere überlegt sich jetzt, ob er es jetzt nicht vielleicht auch probieren will, wenn draußen die Bedingungen einmal nicht so ganz super optimal sind. Eins ist natürlich auch klar, meistens ist nicht die Rutschigkeit des Trails die Limitierung, sondern eher die eigene Blockade im Kopf. Oder irgendein Stacheldrahtzaun mitten auf der Wiese. Will von euch wer noch etwas sagen? Dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch bei allen Bedingungen fährt oder ob ihr vielleicht noch zusätzliche Tipps habt, wie man das da draußen überleben kann, auch in den widrigsten Umständen und eventuell sogar sturzfrei nach Hause kommt. Und in diesem Sinne sage ich auch diesmal wieder danke fürs Zuschauen und danke für eure Zeit. Aber sonst sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, passt auf euch auf, vor allem wenn es draußen rutschig ist. Bleibt wie ihr seid, tschüss Baba und ciao. Okay, auf geht's. Das war ein Herbstvideo, Kapolarexpeditionsvideo. Einfach das Fahrrad lassen, machen lassen. Einfach. Oh, da rumpelt's, Alter. Halleluja. Und genau deshalb suche ich mir auch eine andere Linie als sonst. Rutschen sind wurzelig. Rutschen sind wurzelig. Jede Wurzel, die ich rechtzeitig. Boah, Scheißhaufen. Alter Pferdescheiße! Da sind die Baum, aber gescheit eng benannt. Ja, immer das Rumgezippere. Seid doch froh, dass es hell ist. Stellt euch vor, es wäre finster. Weißt nicht nur in der Nacht fahren, nein. In der Nacht filmen müssen wir. Richtig, super Idee. Kein Mensch sieht irgendwas. Die Nacht der Werwölfe hat begonnen. Jack Wolfskin ist brav und wartet auf mich. Die Kamera müssen wir irgendwo. Wo ist die Kamera? Auch wenn es heute ein bisschen sonnig ist. Huschi ist trotzdem. Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Bevor wir fragt, lange Hosen ziehen wir erst an, wenn es wirklich kalt wird. Heute hat es 3 Grad, also das ist ja 3 Grad ist ja quasi Spätsommerwetter. Ja, wenigstens ist es noch hell. Wichtigster Punkt, lockere Knie, lockere Ellbogen. Oder umgekehrt. Lockere Knie, lockere Ellbogen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr auch bei. Danke fürs Video. Ich hoffe mir einen kleinen Einbruch. Danke fürs wieder mit dabei sein, danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck gewonnen, dass es eigentlich keinen Grund gibt. Und wenn es einen Grund gibt, dann gibt es eh einen Grund. Einbruch und Zweibruch. Justasche. Und jetzt das Ganze noch einmal im Finstern, ne? Justiert. Also nein.
Nein, wird nicht justiert. Nimmt der noch auf? In der Nacht Radl fahren ist es schon deppert genug, aber in der Nacht filmen auch noch. Ah, zwick, zwick. Jetzt mag der eine oder andere fragen, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es gibt die Theorie, dass unterschiedliche Kulturen sich unterschiedlich auf den Hoden greifen. Mit Fingermethode, Ganzhandmethode. Von hinten, von der Seite. Ja, scheiße. Die greifen eigentlich immer so hin, wie ich gerade Lust habe. Manchmal sogar durch die Tasche, dann stehe ich da so und sage, Sollten da irgendwelche Rehe, Hirschen oder sonstige Viecher sein? Wölfe, Füchse, Bären. Ich entschuldige mich gleich an dieser Stelle für dieses kurz beleuchtete Intermezzo. Für alle, die jetzt zuschauen und glaube, ich stehe mitten im Wald. Nein, hinter mir ist der Wald. Vor mir ist eine Kamera mit Licht und Wiese. Also ich stehe am Waldrand, um die Tierwelt nicht unnötig mit meiner Anwesenheit zu belästigen. Die werden sich ohnehin schon wundern, Alter, was ist jetzt los? Hey. Also ich würde sagen, ne? Aber ich schweife ab. Danke, dass ihr aufgepasst habt und ich hoffe, ihr habt so gut aufgepasst, dass euch nichts passiert. Also das ist kein Aufruf, dass jeder rausrennt und sagt, boah, der hat gesagt, ich soll mich darunter stürzen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr sollt aufpassen. Passt aber euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Und ich packe jetzt zusammen und verabschiede mich. Danke an alle Hirschen, Füchse und sonstigen Kollegen. Wir sehen uns wieder bei der Helligkeit. Bei der Helligkeit. Ist die Helligkeit eine Uhrzeit? Not really, oder? So, ob es der aufgenommen hat, ich bin auch blind. Mein ganzer Taschenlampe ins Gesicht gleicht. Ich sehe nichts mehr. Der Herbst ist ja meine liebste Jahreszeit. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Bitte aber ganz, wir haben da nochmal noch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Aufpassen, nicht niederfallen. Und wenn du niederfällst, dann sagt es nicht, ich war schuld. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal gesund wieder. Tschüss, Baba. Ciao.